So, hier kommt der Raum hin. Dann brauchen wir als erstes mal den Todesschlafsarg für unseren Vampir. Den setzen wir mal in die Mitte. Dann brauchen wir... Naja, das brauchen wir nicht unbedingt. Das ist alles mal sehr, sehr teuer und nicht 100% nötig. Was haben wir denn da? Die Hämopumpe. Blutverfeinernde Pumpe erhöht die Menge an Hämogen, die ein Todesschläfer in seinem Körper speichern kann, funktioniert mit einem Todesschlafsarg. Ja, ich finde, die Menge reicht eigentlich vollkommen aus. Ist cool, aber da wir brauchen, das ist sehr teuer, 100 Stahl, 4 Bauteile, wir könnten darauf verzichten. Wir hätten noch einen Hämogenverstärker. Versetzt den Todesschläfer in einen hämogenverstärkenden Zustand, was ihn befähigt, mehr Hämogen aus sämtlichen Hämogenquellen zu beziehen. Nutzung einer Drüsensonde und eines Blutanalysators verlinkt es sich mit einem Todesschläfer und simuliert seine Hämogendrüsen. Um sie in einem aktivierten Zustand zu bringen. Funktioniert nur mit einem Todesschlafsarg. Ja, das ist auch nicht 100% nötig. Die Glucosiumpumpe ist ein Gerät, das befähigt einen Todesschläfer nach einem Todesschlaf schneller zu laufen. Versorgt den Körper mit zusätzlichen Muskelsignalfaktoren und reinigt gleichzeitig das Muskelgewebe von Abfallstoffen. Die Wirkung hält so lange an, bis die Person wieder im Todesschlaf ist. Funktioniert mit einem Todesschlaf. Ja, das ist wiederum recht cool, oder? Sind viel schneller. Was kostet das Teil? 6 Bauteile, 150 Stahl. Wie viele Bauteile haben wir denn noch? Oh, wir haben 36. Das könnten wir uns leisten. Wie viel Stahl haben wir? 700. Das machen wir. Die Glucosiumpumpe. Denn wir haben noch eine Psychofluidpumpe. Stärkert die mentale Sensibilität eines Todesschläfers durch rhythmische Stimulation des Nervengewebes. Funktioniert nur mit einem... Die mentale Sensibilität... Das verstehe ich nicht. Die Sensibilität soll doch eigentlich nicht gesteigert werden. Normalerweise sind sensible Leute in RimWorld nicht unbedingt von Vorteil. Wir haben auch den Todesschlafbeschleuniger. Schnellerer Todesschlaf, das ist auch gut, ne? Und das kostet 304. Oh, ist das teuer. Aber das machen wir. Wir machen den Todesschlafbeschleuniger und die Glucosoidpumpe. Die beiden werden wir da später noch reinsetzen. Aber das sind die Basics, das brauchen wir erstmal. Ist für Psycaster wichtig, okay. Ach, Psykräfte haben dann mehr Ladung, okay. Aber ein Vampir hat doch gar nicht so Psykräfte. Verstehe ich nicht, warte mal. Ihr meint das mit der Sensibilität, ist ja für einen Vampir. Unser Vampir hat aktuell gar keine Fähigkeiten, keine Psy-Fähigkeiten. Kann der gar nicht springen? Wir sind gerade auf 50% gefallen. Der schnappt sich bald was. Wir haben das hier ein bisschen im Blick. Springen kann er nur im Kampfmodus. Naja, okay, deswegen habe ich das gerade gesucht. Ja, die sind hier gerade ein bisschen beschäftigt mit dem Feuer. Das kann doch nicht sein. Guck mal, wie die Bude brennt. Das fängt gleich an zu regnen, oder? El-Zog flüchtet vor Feuer. Ja, natürlich. Als Vampir hat El-Zog nämlich eigentlich ganz schön Angst davor. Aber Rex Zeke regelt das Ganze. Und El-Zog reißt sich zusammen. Oh, jetzt wird es aber langsam... Mit geballten Kräften sind die dabei. Wo bleibt der Regen? Amboss hat noch ein paar Tüten gedreht. Müssen aufpassen.
Nicht von Haus aus. Es ist so beliebt, den Vampiren Psi zu geben, weil unsterblich und so. Aha, okay. Gut, also für die Zukunft. Alles klar. Also El Zoc, unser Vampir, schlägt sich ganz gut im Kampf gegen das Feuer. Jetzt, wir müssen das mal kurz hier aussitzen. Wo bleibt das Wasser, verdammt? Oh, jetzt brennt die Bude draußen. Und Rex Zeke und Bier haben eine kleine Runde Snooze nur eingelegt. Ist okay. Jetzt brennen hier schon unsere Pilze. Aber das ist noch alles... Kriegen wir noch alles hin? Nee, die weniger Regenbock haben wir nicht drauf. Deswegen bin ich mir so sicher, dass es gleich anfängt zu regnen. Too fat for you. Danke dir, Mann, für dein Prime. Der Regen lässt wirklich auf sich warten. Das ist ungewöhnlich. Guckt euch das mal an hier. Diesseits der Mauer. El Zoc flüchtet da immer nur kurz. Wir müssen das jetzt... Aber, ja, hier hat das Feuer irgendwie aufgehört, sich weiter auszubreiten. Das sieht aus, als hätten wir das. Und hier, jawohl, ich glaube, wir haben es. Wir spulen durch die Nacht. Die können jetzt schlafen, El Zoc ein bisschen am Forschen. Alles gut. Sehr gut, bau das Vampir-Ding. Todesschlaf haben wir noch extremst viel Zeit. 20 Tage. Erst dann muss Todesschlafkapsel benutzt werden. Todesschlaf-Sarg. Wir haben es ein bisschen zu groß gebaut. Wir könnten es verschieben. Aber ist erstmal gut so. Wer hat denn hier die Mütze hingeschmissen? Das Feuer kommt wieder hinten rum. Es ist wirklich erstaunlich, dass das Feuer immer noch brennt. Fast das Gefühl, als hätte sich da was verändert, oder? Dass das jetzt nicht mehr so berechenbar ist. Wir haben einen Sandstein-Meteoriten hier einschlagen hören, aber das ist nicht weiter interessant. Kommen nicht hinten ran. Deswegen müssen die rumlaufen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich glaube, wir verlieren die Mauer.
Nee, verlieren wir nicht. Alles gut. Okay. Mensch, dieses Feuer. Also, wann hatten wir das denn das letzte Mal? Ist jetzt tatsächlich die halbe Map fast abgebrannt, ne? Also ein Drittel? Oder ein Viertel? Hier, die lustigen Heroldbäume, die scheinen nicht zu brennen, ne? Die stehen hier immer noch. Lomak Twitch, wunderbar. Ja, unzensiert in der Hinsicht, dass der Fantasie hier freien Lauf gelassen wird. Und um die auch ein bisschen anzuregen, würde ich gleich die nächste Orgie starten. Wir hatten zwar gerade Snooze nur hier oben und könnten aber mal wieder eine verrückte Orgie starten, oder? Nee, erst wieder in 6 Tage. Nee, in 13 Tagen. Eine Hinrichtung wäre auch okay. Aber eigentlich geht es unseren Leuten gerade gut. Wir werden die noch ein bisschen mit Hämogen ausquetschen. Aktuell haben wir die Manpower, um das zu supporten, dass sich die Leute immer hier um diese 2 Gefangenen kümmern. Sobald sich das ändert, würden wir wahrscheinlich... Wen würden wir als erstes opfern? Ich glaube, es war Speedy. Speedy ist... Nee, Speedy war ein bisschen besser. Mad Knife ist wirklich komplett unbrauchbar. Als stark neurotischer, psychopathischer Fischer. Oh, jetzt brennt hier schon wieder die Bude. Es regnet! Leute, krass, oder? Das hatten wir... schon lange nicht mehr, dass Feuer tatsächlich mal gefährlich war. Eieiei. Und genau aus dem Grund baue ich eigentlich immer gerne die abgestürzten Schiffsteile ab, weil die mir sonst verbrennen. Und die sind gerade in dem Run nicht unwichtig. Ich werde die mal alle in Auftrag geben und dann kann Tragobot das reinholen. Ich hoffe, da sind keine verbrannt im Norden. Okay. Naja, es regnet, Feuer ist fast gelöscht. Hier lodern noch ein paar kleine Flämmchen. Grad, 6 Uhr morgens. Tragobot geht wieder spazieren. Bier geht dann aufstehen und ein paar Schiffsteile auseinanderschrauben. Das könnte jetzt gefährlich werden. Das beobachten wir gleich mal. Das macht Bier aber wahrscheinlich eh erst, wenn das hier fertig konstruiert ist. Elzog forscht weiter an dem Monster. An dem Fleischklops. Ich mache mir mal kurz ein neues Getränk. Und ihr passt auf, ja? Ihr habt das Kommando? Alles klar, Chat. Macht keinen Mist. Bin gleich wieder da. Thank you.
Irgendwas hat gebimmelt. Was Schlimmes? Sie durchqueren das Gebiet. Es hat zweimal gebimmelt. Guten Abend, Peter, Peter Ra. McRyan, Aldous, Ines, AJ, Hypebuster, Mario. Okay, so, wo ist mein Name? Ich habe mich entschieden für Erdbeer-Kiwi. Doch lieber ohne Koffein jetzt. So. Und ich glaube, wir spulen, oder? Hier sind die Leute, die da durchwandern. Das ist soweit okay. Oliver Baumtaler, Spektralstrahl, Turtle und Nomak Twitch laufen hier gerade. Die fünf Stahl lasse ich da liegen. Aber wir wollten ja eigentlich Bier zuschauen, wie der draußen. Naja, wir spulen mal. Es ist 12 Uhr, der schläft heute ein bisschen länger. Jetzt steht er auf. Wir hatten einfach eine Lebensmittelvergiftung, aber das ist okay. Das ist nicht schlimm. Das ist nur unser Gefangener. Das ist nur ein Gefangener. Und die sind dazu da, ein bisschen Blut zu spenden, etwas ihrer Biomasse. Kotze ist im Grunde auch nur eine Form von Biomasse. Und da haben wir jetzt nicht die größte Verwendung für, aber das macht ja Putzbot mittlerweile alles weg. Wieso liegt hier ein exzellenter Laborkittel? Wer hat den denn schon wieder rübergetragen? Ist hier kein Platz oder was? Das sieht doch wunderbar aus. Die laufen immer noch über die Map. Unser Bot geht wieder draußen spazieren. Das passt mir nicht so richtig. Irgendwas ist in die Bots gefahren, dass sie das super attraktiv finden, draußen um die Basis zu rennen. Aber na gut, wir spulen. Bia hat fertig die Regale gebaut. Prüfen, ob die Einstellungen cool sind. Ja, das sieht sehr gut aus. Bier baut hier weiter und wenn er das fertig hat, dann müssen wir Bier kurz beobachten, wenn er draußen die Teile abbaut. Jetzt geht Bier aber erstmal ein bisschen Blut ernten. Unseren nackten Gefangenen. Jetzt Zock am Forschen. Bier baut den Sarg. Wunderbar. Sarg steht. Oh, Sarg braucht Strom. Da habe ich nicht dran gedacht. Eine Stromleitung bitte für unseren Vampir. Eine versteckte Stromleitung bitte. Einmal hier runter. Danke. Dann hier eine normale. Und hier eine bis hier. Danke. Amboss. Ah, du sagst Pixel, Juna. Das ist sehr freundlich von dir. Ich schließe mich an. Guten Abend, Pixel, Juna. Danke dir, Sir McNamara, nochmal. Und was haben wir da? Nee, Schwamm. Ich glaube, mein Dings bewegt sich nicht mehr. Ja, guck mal. Too fat for you. Danke dir für die 10 Monate. Lebensmittelvergiftung kriegen sie alle hier. Lilo Pneumwoll, danke dir für die Geschenke. KOW, danke dir. Oha, viel Spaß auf der Terrasse. Fall nicht runter, KOW. Ach nee, Terrasse heißt ja nicht Balkon. Sorry. Und danke nochmal Schwamm für die Geschenke. So, wir haben da Besucher. Wollen wir mal kurz rausgehen? Das ist ein Großhändler der Familie Obai. Ja, unser Vampir ist noch wach. Geh mal zu KOW und handel mal mit dem.
Vielleicht können wir ein paar unserer Klamotten verkaufen. Das wäre eine gute Idee. Zack, geh mal hin da. Mach mal schnell. Bevor die abhauen. Vampir verlässt die Basis. Komm, vielleicht können wir ein paar dreckige Klamotten verkaufen. Damit hier mal ein bisschen sauber wird. Das wäre ja nicht schlecht. KOW macht immer letzte Preis. Sehr gut. Und? Speichern. Handeln. Komm schon. Er zockt ganz schön langsam. Starke Lebensmittelvergiftung. Okay. Follow TV. Das Huhn wird hier verkauft. Pix, Fiona und Hoshi als Schaf. Schmolle ist ein Kamel. Aber nach Tieren suchen wir gerade nicht. Wir werden früher oder später Bauteile kaufen müssen. Aber erstmal gucken wir, was wir verkaufen können. Dass ein Gauralarmsaun so billig ist, verstehe ich immer nicht. Aber na gut. Das Metallblutserum ist super wertvoll. Das behalten wir aber mal. Wir könnten es Ambrosia verticken, ne? Wollen wir das machen? Weil, also Ambrosia ist schon echt cool, aber es ist so wertvoll. Wir brauchen Geld. Da würden wir 440 für kriegen. Wir verkaufen all unser Ambrosia. Wir verkaufen auch all unsere Joints. Kriegen wir nochmal 100 für. 150. Die können wir neu bauen. Psychi-Tee verkaufen wir auch. Kräutermedizin verkaufen wir mal. Ah nee, das klappt ja mal nicht. Also ja. 64, ach so, deswegen. 64, dann sind wir bei 1000 und haben noch 100 Medizin über. Die Bücher behalten wir, das Holz behalten wir und jetzt die Klamotten. Den Schafswoll-Overall, die Military-Uniform. Wir haben zwei Tanktops aus Stoff. Verkaufen wir auch mal, die sind nicht mehr ganz frisch. Apron. Denn hier unten das Kinderhemd, Kinderhose, Kinderparker. Das gehörte, glaube ich, alles mal Limo, ne? Dann haben wir hier nagelneue T-Shirts. Verkaufen wir auch, die machen wir neu. Das ist ja jetzt unser Business. Der alte Laborkittel, die Robe, der Kinderparker aus Glattleder. Laborkittel, der exzellente Laborkittel, ne? Den will ja auch keiner haben. Verkaufen wir. Bauen wir einfach neu. Robe aus Schafswolle, weg damit. Gloves, Gloves, Gloves. Und wir haben 1600 und ich Vollidiot merke gerade, der hat gar nicht genug Geld. Das heißt, wir behalten unsere Kräutermedizin, den Psychi-Tee. Und ein bisschen Ambrosia. Wir kaufen so viel, dass er all sein Geld gibt. Danke, wir haben 1000 Silber gemacht gerade. Wir bauen neu einen Laborkittel, zwei Gloves, zwei T-Shirts. Ja, bauen wir mal nach. Und wir könnten auch ins Zylinder-Business einstellen. Wollen wir ein paar Stoffzylinder bauen? Komm. Gib mir mal 10 Zylinder. Mal gucken, ob wir die gut verkaufen können. So, wir haben Geld gemacht. Wir spulen. Jetzt sind wir ein bisschen richer als vorher. So rich wie noch nie. Man kann die Kolonisten so einstellen, dass sie bei Stimmung. Was war hier los? Haben die sich geprügelt? Nee. Unter 25% automatisch Drogen nehmen, kann Psychobrummer und längere Kämpfe kompensieren. Ja, das ist korrekt, aber ich
zwinge die ungern, Drogen zu nehmen. Ich weiß nicht, die meisten kennen meinen Rimworld-Stil, wer es nicht kennt, aber ich versuche so viel passiv zu lassen, wie geht. Das führt zu den lustigsten Situationen. Ich zwinge die nicht, ein Bett zu teilen. Ich zwinge die nicht zu snoo-snoo. Ich zwinge die nicht, irgendwelche Klamotten anzuziehen oder irgendwelche Drogen zu nehmen. Das sollen die alles selber machen. Wenn die da Bock drauf haben, dann machen die das. Wenn nicht, dann nicht. Und dann gucken wir, was passiert. Ich liebe Spiele, die möglichst indirekt sind. Und Rimworld ist fantastisch indirekt. Und wo ich es vermeiden kann, direkt tätig zu werden, da tue ich das. T-Shirt Hellstein schon fertig. Guck mal, wie schnell. Seht ihr das, wie schnell Amboss... Das gibt's ja gar nicht. Guck mal, wie schnell der die Handschuhe herstellt. Mit einem Handwerk 12, ne? Alter Schwede, der Typ ist ein Virtuose an der Nähmaschine. Jetzt aus Menschenhaut. Oh, guck mal, wie schnell. Leute, ist das normal? Was geht ab mit Amboss? Und wir haben noch nicht mal... ein Werkzeugschrank hier drin. Krass. Wir brauchen mehr Turbane, meinst du? Ich mache erstmal Zylinder. Oh, Laborkittel dauert ein bisschen länger. Guten Abend, Kolossos. Janomak, der gute Elzog, hat, glaube ich, eine Lebensmittelvergiftung. Jawohl, sehr starke Lebensmittelvergiftung. Deswegen ist Elzog so langsam gerade. Grüß dich, Kolossus. Zylinder besser als Turban, finde ich auch. Werkstätten können von zwei Werkzeugschränken profitieren. Ja, das ist korrekt, aber die sind sehr, sehr teuer. Ich habe gerade überlegt, ob wir da direkt zwei hinsetzen. Machen wir auch, ne? Machen wir auch. Aber dann müssen wir gleich Leute mal rausschicken, ein bisschen Stahl sammeln, okay? Das wird jetzt aber gefährlich. Aber machen wir, ne? Wisst ihr, was ich eher hätte machen sollen hier? Ich hätte anstelle, das die Handelsware zu reduzieren, einfach ausgleichen sollen mit Bauteilen. Aber gut. So, wo ist Stahl? Nee, wisst ihr was? Ich merke gerade, wir müssen ja nochmal kurz auf Bier achten. Ja gut, Bier macht sein Ding hier. Da müssen wir auf Bier achten, dass er nicht hier unten von den Raubtieren... Da liegt ein totes Schwein, das ist gerade gestorben. Wir haben nämlich einen Puma und einen Wolf. Der hat gerade einen Hasen gemampft. Aber wir bleiben mal kurz auf Bier, das ist immer gefährlich. 40 Grad, Hitzewelle tritt ein. Wird noch heißer. Was macht Bier jetzt? Haben wir hier noch mehr von den Dingern? Ich hatte doch mehrere. Mach das Ding bitte auch nochmal schnell fertig, wo du gerade hier bist. Noch einen? Glaube nicht. Der andere war auf der anderen Seite der Karte im Wasser. Boah, schön. 6 Bauteile. So, jetzt geht Bier nach Hause und füttert erstmal Speedy. Wunderbar. Tragobot holt das. Das ist safe. Genauso stelle ich mir das vor. Ist hier oben eigentlich schon die fast verbrannte Wand. Hier, guck mal, das ist eine knappe Nummer gewesen. 1,9. 3 von 160. Da wäre fast das Feuer durchgekommen. Danke dir, Kolossus, für die 14 Monate. Vielen lieben Dank, Mann. Danke, Susi Seppelot, für die 27 Monate. Ist aus dem Handel geworden, der ist durchgezogen worden. Wir müssten jetzt. Wo ist unser Silber? Warte mal, habe ich einen Fehler gemacht beim Handel oder was?
Wir müssten jetzt über 1000 Silber haben. Wir haben nur 200. Ich sehe nichts liegen hier. Das müsste ja ziemlich genau hier liegen. Vielleicht sind ein paar... Jetzt sind die... Wisst ihr was? Ich gehe nochmal schnell hin. Ich habe das Gefühl, dass wir das... Dass ich da was falsch gemacht habe. Wer geht hin? Rex Zeke? Ja, ne? Ja, Rex Zeke geht kurz hin und handelt nochmal. Habe ich auf den falschen... Habe ich auf Cancel gedrückt vielleicht? Das wäre ja dumm. Nee, hat geklappt. Das liegt da im Pass auf. Jetzt hauen die ab. Ja, egal. Wieder nach Hause. Das hat irgendwer hat das Geld hier auf. Wollte das wahrscheinlich zählen. Grüß dich, Rex Stilo. Prost, KOW. Ja, dann hätte ich jetzt auch Bauteile gekauft, aber jetzt hauen sie gerade ab. Deswegen machen wir das beim nächsten Mal. Da sind unsere Zylinder. Oh, sind ein paar Exzellente dabei. Wieso liegen denn jetzt hier die guten Sachen gerade draußen? Das verstehe ich nicht. Wer bringt die denn nicht? Kommt, wir haben doch hier den Platz. Warte mal, hier stimmt ja was nicht. Das war nicht richtig eingestellt. Okay. Genau, Baumteile. Ich hab's auch gerade gemerkt. Danke dir, Don Diddle. Danke, Don Diddle, für die 7 Monate. So, warte mal. Hier unten läuft gerade jemand. Da müssen wir vorsichtig sein. Ah ja, genau. Da warten wir ja drauf, dass wir Bier beobachten können, wie er hier die gefährlichen Außenmissionen erledigt. Hier liegt ein unbefruchtetes Gänseei. Du machst dann nach denen, ja? Und rennst nicht weg. Nein. Und das kann Tragobot holen. Gut, gut. Ich glaube, wir haben... Zumindest alle Schiffsteile, die ich sehen kann, dekonstruiert. Was liegt denn hier? Ah, ein toter... Eine tote Gans. Okay. So. Übrigens ist der Schlafsaal fertig. Von unserem El Zoc-Vampir. Hämogen haben wir 6 Stück auf Tasche, das ist gut. Wollen wir das mal alles wegschlachten? Wir haben 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wir machen mal einen 11er Schlachtauftrag. Okay, dann haben wir heute ein bisschen mehr Leder. Wir spulen durch die Nacht. Wir haben 46 Grad draußen. Rex Zeke ist schwanger. 1 Grad im Kühlschrank. Das ist noch okay. Das ist noch okay bei 40 Grad draußen. Hoffen wir, dass der Strom hält. Wie viele Batterien haben wir? Wir haben 2 mittlerweile. Wunderbar. Okay, Rex Zeke ist schwanger, Leute. Jetzt müssen wir langsam... Naja, das dauert ein bisschen. Ich würde sagen, erst wenn sie im zweiten Trimester ist, fangen wir an, ein Kinderzimmer zu bauen. Vorher ist das vielleicht etwas zu optimistisch.
Medizinischer Notfall sind hier unten nur unsere Gefangene. Macht euch keine Gedanken, die haben Würmer. Und ein extremer Hitzeschlag. Alarm. Alarm, extremer Hitzeschlag. Guck mal, man kann immer noch nicht transferieren, ne? Das ist ein bisschen nervig. Hier haben sie es gemacht. Wir können das Monster mit diesem Button transferieren. Das ist gut. Ich wünschte schon seit langer Zeit, dass man das auch hier machen könnte. Weil um den jetzt hier hinzukriegen, weil hier schon eine Kühlung ist, müssen wir das über Umwege machen. Ich würde Bier... Warte mal, hat Bier fertig Snoo-Snoo? Bier hat fertig Snoo-Snoo. Dann würde ich Bier jetzt mal ganz kurz dahin schicken, dass er sich darum kümmert. Was mit den anderen? Haben die irgendwie... Nö. Leichter Hitzschlag. Also sie ist schwanger, Lebensmittelvergiftung und leichter Hitzschlag. Geht's wahrscheinlich nicht so gut, oder? Doch, Laune ist top. Und wie lange dauert das noch? Nur noch 8 Tage. Wir sind einstellig mittlerweile. Amboss auch. Wunderbar. Keiner schlecht drauf. Alles gut. Komm, bau die Dinger. Gucken, ob unsere Gefangenen durchkommen. Die sind bei 75%. Uiuiuiui. Bier, du füllst jetzt das auf, ja? Okay. Ah, Bier ist unterwegs. Temperatur fällt. Sehr gut. 32 Grad. Ah, das sieht gut aus. Das haben wir doch im Griff. Könntest du Speedy einmal kurz transferieren ins neue? Danke. Ins neue gekühlte Krankenzimmer. Jetzt haben wir hier 26 Grad. Das dürfte doch rückläufig sein mittlerweile, oder? Ja, und es ist schon rückläufig. Sagt man da. So, kann sogar wieder laufen. Es war nämlich so heiß, dass sie so geschwitzt haben, dass sie so glitschig sind, dass sie nicht mehr laufen konnten, sondern ständig ausgerutscht sind. Rex Zeke kotzt sich gerade im hohen Strahl selbst ins Gesicht. Mir auch mal passiert auf einer Klassenreise. Nicht viel, das meiste ist an der Decke kleben geblieben. Und auf dem Kissen gelandet. Aber passiert, wenn man in so einem Hochbett betrunken schläft. Amboss mittlerweile eine Kochkunst von 5 und ja, noch ein Level, leider erst gerade 5 geworden. Noch ein Level und dann sind wir bei 6 und dann gibt es bessere, leckere Mahlzeiten. Wir müssen halt unseren Koch jetzt gerade trainieren, ne? Wir müssen es gerade aufholen. Bier war schon bei 6, aber wir kommen hinterher. Leider hat Amboss keine Doppelflamme, aber Kochen ist ja... Köche werden immer gebraucht, oder? Meint ihr, dass die Roboter auch die Köche irgendwann auf die Straße setzen? Ja, wer weiß, wenn sie gut kochen können. In Kalifornien ist das ja so, ne? Da haben sie ja, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, ne? Haben sie den Mindestlohn angehoben. Dann haben ganz viele Burgerläden zugemacht. Oder, aber die gibt es auch schon länger, die haben diese lustigen Roboterarme an den Grill gestellt. Und die backen da jetzt die Burger. Braten tut man die eher, ne? Bei 34 Grad hier drin wäre das super, wenn das Fleisch schnell in den Kühlschrank kommt. Ah ja, Amboss kümmert sich schon drum. Wir haben 3 Grad drin mittlerweile. Aber ich werde nicht extra wegen der einen Hitzewelle jetzt hier aufstocken, was unsere Kühlkapazität angeht. Ich glaube, wir spulen. Ich glaube, es ist alles gut. Oder müssen wir nochmal kurz gucken, ob irgendwer hier abnibbelt.
Nee, Bier ist cool. Hitzeschlag leicht. Da ist schon wieder weg. Es sind nur 51 Grad gerade. Real Redman, wenn du die Mods sehen möchtest, die gibt's im Discord. Die gute Ishtar trägt die da gerne mal zusammen. Ansonsten mache ich immer am Anfang der Runde einen kleinen Überblick über die Mods, die wir drauf haben. Wenn du eine Frage zu irgendeiner hast, die dir hier auffällt, sag Bescheid. Sagen wir dir Bescheid, was wir da haben. Aber wir haben da kein spezielles Command für. McDonald's Food bekommen Roboter auf jeden Fall hin. Ja, das Lustige ist, dass sie es nicht hinbekommen. Da war dann so ein Fernsehteam am Grill und man hat diese Läden besucht, wo die Roboterarme die Burger-Patties drehen. Und die sind dann häufig live und können dann auch nicht groß schneiden. Das liegt ja in der Natur der Live-Übertragung. Und dann sitzen sie da und der Burgerarm haut den Patty halt direkt nebens Brot, platsch, und es sieht wirklich so lieblos aus, wie er so ruckartig dieses Burger-Patty hochzieht, 90 Grad sich dreht, um zum Tresen zu kommen und auf drapierte Burger-Buns zu legen. Und er klatscht das da nur so zur Hälfte drauf, trifft nicht richtig. Also auch McDonald's-Food kriegen sie noch nicht richtig so gut hin. Ah, ich schätze mal, das kommt noch. Die Gefangenen taugen auch nichts mehr. Ja, doch. Die werden wir so lange auslutschen mit ihrem Hämogen, bis es nur noch leere Höhlen sind. So, Rex Zeke, Lebensmittelvergiftung. Wir haben noch nicht die... Eigentlich ist es hier recht sauber drin, ne? Wir haben Putzbot, der 24/7 putzt. Es liegt tatsächlich am unfähigen Koch. Dabei hat unser Koch, El Zog, einen Skill von 5. Nee, Amboss. Amboss hat einen Skill von 5. So unfähig ist das gar nicht. Aber da müssen wir durch. Lebensmittelvergiftung, das gehört so ein bisschen dazu. Stellt euch einfach vor, ey, wir wären in Indien oder so. Gleich haben wir alles durchgeschlachtet. Ich würde echt gerne, dass das Fleisch schnell reingetragen wird. Was macht denn Tragobot eigentlich? Der trägt jetzt den Stoff rein. Danke dir, Real Redman, für dein Prime. In die Stuben, danke dir für die 25 Monate. Danke dir, Cat, für dein Abonnement. Danke dir, Don Dill, Rex Tilo, Colossus, Susie. Vergiftungen gehören garantiert auch, wenn man 12 erreicht. Ah, okay, das kann gut sein. So um die 10 hätte ich jetzt gerechnet. So, wir haben Polarlichter. Schön, aber nutzlos. Oder macht das die Leute happy? Wieso liegt denn jetzt der meisterliche Nervtöter hier auf dem Boden? Irgendjemand happy aufgrund der Nordlichter? Wunderschönes Polarlicht. Plus 14. Alter Schwede. Das macht die aber richtig happy, ne? Polarlichter machen einen Punkt happier als Sex. Nee, gar nicht. Einen Punkt happier als zweimal Sex. Also Polarlichter darf man nicht unterschätzen. Stuben für die 25 Monate nochmal. Und Real Redman? Was ist hier das Problem? Ah, das ist die Blutfackel. Die können wir abreißen. Die war hier eh nicht symmetrisch. Das war die von unseren Vampiren. Und Bier ist draußen und repariert unsere Außenmauer. Und ruht sich aus, nachdem er einmal komplett rumgelaufen ist, um ein kleines Holzbrett hier zu fixen. Wir spulen. Oh nein, die Rettung von einem Gefangenen. Der hat sich nämlich ein Funkgerät geschnappt und ruft uns jetzt. Der wird von bewaffneten Wächtern festgehalten. Wir sollen den Gefangenen retten, aber das ist eine 46-jährige Maschinensammlerin. Und 46? Ja. Puh.
könnten dahin, aber ihr wisst, was ich von so leichten Trips halte. Erst recht, wenn wir nur 4 Kolonisten haben, das können wir nicht bringen. Können wir nicht bringen. Wir könnten auch mal wieder eine Entität anlocken. Wollen wir das mal machen? Oder wir könnten auch mal einen Bot anlocken. Aber wir sind so wenig. Ich glaube, wir sollten weiterhin eine ruhige Kugel schieben. Aber so eine Entität wäre nicht schlecht. Aber nachher kommt ein Wiedergänger, dann haben wir ein Problem. Nee. Wir warten noch mal kurz ab, okay? Grüß dich, wow. Oh Mann, wird das heiß hier. Jetzt ist sie gerade, wo ich sehe, wie die Kamera ist geschmolzen. Tut mir leid. Kamera ist gerade geschmolzen. Ich muss sie kurz abkühlen lassen, dass sie sich rekonstruiert. Und dann habt ihr wieder ein Bild von uns. Wächst Zeke schon wieder down? Das ist nur die Lebensmittelvergiftung mit dem Hitzschlag und der Schwangerschaft und den Stimmungsschwankungen. Hier geht's aber noch gut. Die Defeated in Combat noch 7,7. Wir müssen mit dem Hitzschlag ein bisschen aufpassen. Nur weil sie schwanger ist, kriegt sie jetzt hier eine Kühlung rein. Amboss muss da durch. Ist easy. Amboss kriegt das, ja, das ist wirklich nur die Schwangere, die hier ein Problem. Was holt Dragobot gerade? Stahl, sehr gut. Mit unserem Stahlvorrat aus. Der ist bei 280. Wir hatten gesagt, wir wollten ein bisschen was abbauen und da wir gerade eigentlich die Ruhe dafür haben, können wir sie auch ein bisschen weiter wegschicken. Ja, ich schicke sie mal hier oben hin, das abbauen. Checken kurz. Ja, wenn sie nichts zu tun haben, gehen sie Bergbahn. Los geht's. Alle Kreaturen geschlachtet. Essen alles im Kühlschrank. Kühlschrank bei minus 6 Grad. Draußen haben wir jetzt nur noch 26 Grad. Die Hitzewelle ist vorbei. Gerade jetzt, wo wir die Kühlung eingebaut haben. Aber Hitzschlag, jawohl, alles gut. Lebensmittelvergiftung genesend. Alles gut. Amboss geht. Steine kloppen. Aufgrund des Hitzschlages ist das nämlich jetzt ein perfekter Zeitpunkt. Die meisten Tiere haben die Karte verlassen. Wir haben nur ein einziges Raubtier auf der Karte und das ist der Dachs. Das ist eigentlich gerade perfekt. Das ist mega perfekt, jetzt gerade die Leute rauszuschicken, um hier ein bisschen Steine zu kloppen. Wir spulen mal, dass das vorangeht. Darth Demon, Mann, danke dir für die 9 Monate. Wunderbar geht's mir. Ein bisschen warm hier. Ich habe den Ventilator aufgebaut, vom Dachboden geholt. Es ist wieder soweit. Der wird dann wieder im Herbst hochgetragen. Ich denke mal, wenn ich den hochtrage, oh ja, jetzt trägst du ihn hoch. Das dauert ewig, bis du ihn wieder runterholst, wenn es heiß wird. Und zack, habe ich das Gefühl, 3 Tage später ist schon wieder Sommer. Danke dir, alternativlos für die 23 Monate. Danke, Henry Stuben. Real Redman nochmal. Grüß dich, Peaceful Path. Ob es ein Ziel in dem Spiel gibt, fragst du. Kennst du RimWorld nicht? Oh Mann.
Da hast du aber was Schönes vor dir in deinem Leben noch. Eigentlich ist RimWorld gar kein Spiel, zumindest steht im Hauptmenü, es sei ein Geschichtensimulator. Und es gibt ein Ziel. Es gibt ein Hauptziel. Das ist, diesen Planeten wieder zu verlassen. Mit möglichst vielen Kolonisten, die hier gestrandet sind, aber wie bei manchen Spielen ist eigentlich eher der Weg das Ziel. Und ich weiß nicht, ob du Project Zomboid kennst oder sowas, da kommst du ja in der Regel auch nie so richtig raus, ne? Da stirbst du am Ende. Und der Weg ist das Ziel, so ist es bei RimWorld auch. Wenn ich den Geysir anzapfe, das ist eine gute Idee. Welchen Geysir nehmen wir denn? Wir hatten den hier, ne? Ja. Ja, den zapfen wir wahrscheinlich an, wenn wir die Forschung dafür abgeschlossen haben. Das liegt aber noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Die Mikroelektronik dauert noch. Danach kommt der Multi-Analysator. Dann können wir langsam drüber nachdenken, ob wir Thermalgeneratoren erforschen. Aber aktuell sind wir stromtechnisch eigentlich gut aufgestellt. Hin und wieder mal Stromausfall, kommen wir eigentlich gut mit klar. Schön, Dragobot macht seinen Job. Oh, El Zoc ist verwirrt, unser Vampir. Aufgrund der Lebensmittelvergiftung oder wieso hast du schlechte Laune? No recent conquest. Das hatten wir noch nie. Das liegt wahrscheinlich an unserer Bushido-Ideologie. Da haben wir ehrenhafte Überfälle. We display our strength and perseverance through conquest, and in doing so we bring honor to our colony. Less than 25 days. More than 25 minus 4. Minus, ist aber nicht viel. Form Hedonism. Was ist das denn für ein Bauwerk? Was meinen die? Form Hedonism braucht der? Warte mal, ich bin irritiert. Habt ihr das gesehen? Das hier. Das Bauwerk Form Hedonism sollte unbedingt errichtet werden. Was ist das? Und wieso bist du durchgedreht? Du hast doch... Eigentlich geht es dir gar nicht so schlecht. Wegen dem Sonnenlicht ein bisschen. Leichte Schmerzen. Hast gerade Menschenfleisch konsumiert? Alles gut? Naja, weiterhin nur ein Raubtier auf der Karte. Alles gut soweit. Könnte Kunst sein. Ah, ist eine Kunststatue. Ah, Sekunde, denn das kann natürlich sein. Ah, ne, Quatsch, da. Jawohl, da ist es. Das Ding müssen wir bauen. Vollkommen recht, das bauen wir aus. Wir bauen erstmal 3 Stück davon aus Holz. Und wenn wir das ein bisschen geübt haben, vielleicht sogar ein Level gemacht haben, bauen wir das aus Stein. Das würde dann natürlich Amboss übernehmen. Amboss ist jetzt gerade dabei, hier zu kloppen. Und das ist aber auch wichtig. Aber, wenn wir das richtig eingestellt haben, nee, Amboss ist tatsächlich bergbautechnisch relativ weit vorne. Hat auch einen Skill von 8. Ja, ich würde das auch so lassen. Die sollen erstmal das hier wegkloppen. Wir brauchen einen kleinen Stahlvorrat. Jetzt entspannt sich Amboss sozial. Alles gut soweit. Die Mauer wird repariert. Rex Zeke weiterhin schwanger. Mittlerweile keine Lebensmittelvergiftung mehr. Und auch keine Raubblattoleranz mehr, interessanterweise. Erstes Trimester, wunderbar. Jetzt stellt sie die große Skulptur her. Aber warte mal, wieso stellst du... Ah doch, nee. Ach, weil das Kunst ist, nicht Handwerk. Okay, da hat sie Level 8.
Amboss verweigert anscheinend Kunst. Ja, tatsächlich. Aufgrund seiner... Ja. Seines Jobs als Drohne, als Erwachsene. Ist Kunst deaktiviert. Das dauert aber ganz schön, ne? Na gut, in Ordnung. Das gilt aber. Gucken wir mal. Oh ja, das geht doch. Rexeke sollte eigentlich forschen. Naja, aber so ist das. Wir haben nur 4 Leute. Spulen wir mal. Ey, Zock immer noch durchgedreht. Alles gut. Wir haben nur ein Raubtier. Und das ist Dachs, nicht weiter schlimm. Seven Days to Die. Die 1.0 Experimental ist raus. Ist quasi wie Zomboid gemischt mit Minecraft. Seven Days to Die, war das nicht dieses, war das nicht eher wie Left 4 Dead? Oder verwechsel ich das gerade? Ich weiß, es ist sehr beliebt und ich habe das auch mal gespielt, aber ich dachte, das wäre das Ding, was so ähnlich ist wie Left 4 Dead. Verwechsel ich, ne? Mein Back for Blood, das kann sein. Back for Blood, Seven Days to Die. Dann verwechsel ich die. Dann muss ich mir das nochmal angucken. Seven Days to Die, das haben wir doch aber auch schon mal gespielt, oder? Okay, Bier mampft. Wir könnten eigentlich mal überlegen, ob wir unsere Baumwollfarm hier canceln. Wir haben jetzt, wie viel Baumwolle haben wir? 3000. Naja, der Plan ist, wenn wir ganz viel T-Shirts bauen, das sind 30 T-Shirts, dann ist es auch weg, ne? Ich hab gesehen, wie schnell der 30 T-Shirt baut. Hemogen, wunderbar. Ich würde hier das mal wieder entautomatisieren. Temperaturen sind wieder bei 25 Grad. Kühlschrank schön kalt, wunderbar. Haben wir minus 6. Okay. Was ist passiert? Oh. So, hier war ein kleiner Notfall. Hier hat sich jemand verletzt. Aber nur ein bisschen. Oh, guck mal, Mutanten kommen. Oh, die Chaoskrieger sind da. Okay, weiter geht's. Ja, wir haben einen Raid. Genau, Nika. Ich überlege, ob wir den Baum da hinsetzen. Aber das müssen wir jetzt verschieben. Wir haben 9 Menschen, die uns angreifen. Und, einige davon mit Mutation, das sind die Hurax-Kultisten. Die wollen Psi-Ritual durchführen, um einen der Kolonisten per Teleportation zu entführen. Die können das Ritual mehrmals durchführen. Wir müssen sie aufhalten. Oh ja, okay. Pass auf, wir gehen sofort los, weil das hatten wir noch nie. Ich weiß nicht, wie schnell das geht mit ihrem Ritual. Bier, hast du deine Shotgun? Los geht's. Rexeke, du bist schwanger.
Kannst aber eigentlich ganz gut fighten. Aber da du schwanger bist, würde ich dir die Armbrust wiedergeben. Die müsste doch hier liegen. Amboss, du bist bewaffnet mit einer MP. Fernkampf 7. Haben wir mittlerweile was Besseres? Eigentlich nicht. Waffentechnisch hat sich nichts verändert. Da ist die Armbrust unser Bestes. Warte, wir haben diesen... Der ist aber... biokodiert. Wir haben einen Zeushammer, aber der ist biokodiert. Amboss, ja. MP, auch bitte nach vorne. El Zock ist noch durchgedreht. Mittlerweile aber wieder zu Hause. Das heißt, wir haben drei Leute, die da jetzt hingehen werden.